Hi und herzlich willkommen zu unserem Drop-Serien-Talk, unserer heutigen Review von Hollywood. Julia ist endlich mal wieder in the house, aber wir haben trotzdem einen Flat-File-Sicherheitsabstand. Und wir haben diese wundervolle Serie mitgebracht, die von Ryan Murphy gemacht wird. Und Julia, erzähl uns doch mal, worum es geht. Hollywood ist die fiktionale Biografie der Stadt Hollywood in den 40er Jahren. Wir lernen verschiedene Akteure, Akteurinnen kennen, SchauspielerInnen, RegisseurInnen, Regisseure, Produzentinnen, Drehbuchschreiber. Und die sind alle super divers und treten deswegen natürlich auf die, genau die Probleme, die man erwartet von Hollywood in den 40ern. In den ersten drei Folgen wird wahnsinnig schmerzlich dargestellt, wie homophob, rassistisch, misogyn Hollywood ist. Und ich möchte jetzt eigentlich nicht mal wahr, ist irgendwie das falsche Verb. Jahrzehntelang auch so weiterbleibt, ja. Und dann bekommt die Serie einen wahnsinnigen Twist. Und ich glaube, dieser Twist, der so in der vierten Folge anfängt, für den liebe ich diese Serie auch. Also, dass man bis dato gedacht hat, okay, alles läuft, man weiß, worauf es hinausläuft. Du hast halt irgendwie die schwarze Schauspielerin, die scheitert. Du hast den schwarzen Drehbuchschreiber, der plötzlich nicht mehr der schwarze Drehbuchschreiber sein darf und so weiter. Und denkst dir so, ah ja, okay. Also man ist halt super, super frustriert. Und dann plötzlich fangen die Dinge an, sich zum Besseren zu wenden. Ja, es ist ja, wie man, also man muss ein bisschen sagen, ich finde, man sagt ja gerne Traumfabrik zur Filmproduktion und so weiter und so fort. Ne? Und ich finde, in gewisser Weise ist es das auch, weil es natürlich uns eine Realität zeigt oder beziehungsweise zeigen könnte, wie es hätte sein können, wenn diverse SchauspielerInnen halt natürlich benutzt werden und wie das gesellschaftlich akzeptabel werden kann, schon zu einem viel früheren Zeitpunkt als erst in den, sag ich mal, in den 70ern, wo es, sag ich mal, langsam losging halt. Ne? Und Shoutout zu Star Trek übrigens. Das ist eine ganz interessante Art und Weise, da ranzugehen und das zu sehen. Für mich ist die Frage nur, macht die Serie alles richtig? Interessante Frage. Ich argumentiere ja häufig aus der feministischen Perspektive und für mich hat die Serie viel richtig gemacht, sehr viel. Ja. Also wirklich, bin sehr, sehr zufrieden. Um mal zwei Beispiele zu nennen. Eine meiner absoluten Lieblingsszenen ist, wenn Camille, die schwarze Schauspielerin, mit Hattie McDaniels, gespielt von Queen Latifah, der lange einzigen schwarzen Oscar-Gewinnerin, in einem Restaurant sitzt und sie sich darüber unterhalten, wie das sein wird, wenn sie den Oscar bekommt. Und Hattie McDaniels erzählt davon, wie sie nicht in das Hotel hinein durfte. Also das Annehmen des Awards sozusagen halt. Ne? Dass sie nicht rein durfte in das Hotel wegen der Segregation, wie sich das angefühlt hat. Und sie empowert sie mit Worten, sagen, keep your head high, when they go low, we go high und so weiter. Das ist einfach es war so ein empowernder Moment von weiblicher Solidarität. Und dieses Ding haben sie noch ein paar Mal gemacht. Du hast irgendwie rivalisierende Schauspielerinnen und anstatt, dass sie sich anzicken und fertig machen, also diesen klassischen Hollywood-Konflikt zwischen Frauen, das gibt's nicht. Das fand ich auch super, ne? Weil weißt du, wie Schauspielerin gerade heißt, von die Camille spielt? Ich weiß gerade ihren Schauspielernamen nicht. Also ihren echten Namen, meine ich. Und die hat nämlich mit Sarah Weavings Charakter, die eigentlich, ist ja ein Spoiler-Alert, by the way, hier. Also, ne? Ja, gut, dann hätten wir vorher schon mal aussprechen müssen, vielleicht. Ja, aber steht in der Beschreibung, Spoiler-Talk, steht drin. Jedenfalls ist sie die Tochter sozusagen von Ace Studios Boss Ace Amber. Amber, genau. Und die haben da, also sie ist da sozusagen so drin und ihre Eltern wollen eigentlich gar nicht, dass sie da irgendwie Schauspielerin wird. Aber sie möchte das und sie wird am Anfang auch, finde ich, sehr dargestellt als so bitchy und entitled und so weiter und so fort. Was dann natürlich irgendwo auch in der Konkurrenz steht mit Camille, die eine Afroamerikanerin darstellt. Und die dann aber die Hauptrolle bekommt, im Gegensatz zu Sarah Weavings Charakter. Und das ist wirklich sehr interessant gemacht. Und da, finde ich, macht die Serie das auch wirklich gut, dass genau das, was du beschrieben hast, nicht entsteht, dieser Zickenkrieg sozusagen. Und eine zweite Stelle, an der ich das total gut gemacht finde, die vielleicht nicht so offensichtlich ist für Leute, die nicht so sehr im Diskurs ist, ist, dass eine ältere Schauspielerin einen Love Interest kriegt. Nämlich die Casterin, Name vergessen. Ja. Vier Wochen her. Casterin. Dupont, oder wie heißt sie nochmal? Die echte? Ja. Die dann mit Ernie, dem Zuhälter, zusammenkommt. Und das wird als. Ah ja, stimmt, ja. Überhaupt, das wird als richtig echte Liebes-
Romanze, war wundervoll. Affäre. Ich fand's richtig cool. Und es ist nicht dieses, also dieses, alte Frauen werden in Hollywood echt immer so ein bisschen klein gemacht. Und die im Gegenteil, die wirkt, es ist irgendwie die alten Frauen in dieser Serie, Grandessa und ein fierstes Auftreten und eben jenseits der Klischees. Auch die können ein Love Interest haben. Ja. Und sie müssen nicht die ewige Freundin des schwulen Produzenten sein, den sie heimlich anhimmeln und aber niemals kriegen können und alleine mit ihren drei Katzen, die, weiß ich nicht, Stanley und Dings da heißen. Weißt du? Und ich so, das ist einer von diesen Momenten, wo ich dachte so, wow. Aus feministischer Perspektive alles richtig gemacht. Bechdel-Test über und über bestanden. Ja, ja. Ich muss ja sagen immer, ich habe, also keine Ahnung, das ist dann immer für so eine Momente. Also ich glaube, da lebe ich auch in dieser Bubble einfach, dass ich mich da vielleicht so oft mit solchen Sachen auseinandersetze, dass ich solche Momente vielleicht gar nicht mehr so richtig wahrnehme als so besondere Momente. Aber eigentlich ist es das ja total, weil man es ja sonst nicht sehen. Und das ist dann immer, besonders schön, wenn man dann nochmal drüber nachdenken kann und das dann auch so, und vor allem, dass du das jetzt nochmal genauso erwähnt hast. Weil, ja, ist es, genau, ich musste mich auch zurückerinnern und das ist echt ein wunderschöner Moment, muss ich auch sagen. Aber speaking of love und love interests, du hast ja da natürlich in dieser Serie, es geht sehr sexuell zu. Oh, es ist so erotisch, ich habe überlegt, eigentlich müsste jede Folge nach einem Gefühl heißen und wenn das so wäre, hieße die erste Folge Lust. Ja, es ist auf jeden Fall eine Menge Sex und das ist, was vielleicht viele als Hauptthema in dieser Serie ansehen, dass es da um sexuelle Beziehungen geht. Und ich finde, das ist nämlich ein Problem der Serie, was ich sagen muss, was die Serie, finde ich, nicht richtig macht, ist die Darstellung von, sie versucht ja einzufangen, dass Sex oder, also sag ich mal, sexuelle Gewalt in dem Sinne, also eine Machthierarchie, da drauf Einfluss hat. Und das versucht natürlich auszuspielen, wie zum Beispiel mit hier Henry Wilson, also und ich weiß gar nicht. Jack Costello. Nee, das ist der Hauptcharakter. Ich meine hier Big Bang Dude, hier Sheldon. Ach so, ja, Sheldon. Mit Sheldon. Dass er Sheldon seine Macht ausnutzt in sexueller Hinsicht. Und das passiert, finde ich, recht häufig. Du hast natürlich auch Jack Costello, der mit der Studio-Chefin schläft sozusagen, die natürlich dann irgendwann in eine Rolle kommt und so weiter und so fort. Und dass dadurch auch natürlich, er hat auch mit der Casterin geschlafen und dadurch natürlich diese Sachen kommen. Und alles kommt da durch Sex zusammen, finde ich. Und das ist halt so, einerseits wird das halt in gewisser Weise angeprangert, aber in gewisser Weise auch wieder gleich im gleichen Atemzug revidiert, was zum Beispiel ja auch, finde ich, die Beziehung zwischen Darren Criss Charakter und Camille zeigt. Also er ist ja Drehbuchautor, Regisseur so in einem und hat dann castet seine Freundin, die Camille ist, die in einer interracial Beziehung leben und die haben dann Sex, während ihm die Idee kommt, ach, ich muss sie doch besetzen. Nee, dann schlägt sie mir vor, wenn das... Oder so war das, genau. Genau, sie nutzt, genau, genau, so war das. Stimmt, du hast recht. Sie nutzt die Waffen und das ist so ein bisschen, das macht das wieder ein bisschen kaputt, finde ich. Solche Sachen, wo das angeprangert wird und andererseits wird es dann wieder genutzt. Und das finde ich, das ist ein Schwachpunkt für mich an dieser Serie, dass sie halt, wie gesagt, mit diesem Thema, was finde ich ein wichtiges Thema ist, vor allem, wenn wir die MeToo-Debatte, Harvey Weinstein und so weiter und so fort betrachten, dass das so dargestellt wird. Ich meine, das ist im realen Leben, wird das ausgenutzt, das ist richtig. Aber bei unseren Charakteren, die divers sein sollen, die Dinge anders machen sollen, sollte das, finde ich, nicht der Fall sein. Ich bin da nicht ganz deiner Meinung, weil ich finde, sie machen den schlauen Twist, die sexuellen Gewaltverhältnisse umzudrehen. Du nimmst es quasi von dem heterosexuellen weißen Mann weg und gibst es den Frauen oder aber dem homosexuellen Agenten. So. Ja, okay. Und ich fand zum Beispiel gerade in der ersten Folge ist mir aufgefallen, wie krass die Kamera teilweise die Männer mit dem Male Gaze entlang gefahren ist. Mhm. Also quasi Kamerafahrten über männliche Körper, die ich sonst nur aus Kamerafahrten über weibliche Körper kenne. Mhm. Und zum Beispiel gerade diese Sexszene zwischen Camille und dem Regisseur fand ich deswegen ganz spannend, weil sie nimmt es sofort danach zurück und sagt, es tut mir leid, bitte verzeih, das ist Quatsch. Und er sagt, dass ich das nicht längst gesehen habe, das ist eigentlich meine Schuld. Mhm. Also eben zu sagen, ja, der ist natürlich gefangen in diesem System, dass man keine schwarze Schauspielerin besetzen kann, weil der Film sonst floppt.
Und deswegen kommt ihm das gar nicht in den Sinn. Sie muss es ihm erst vorschlagen, dass sie es nun während des Sexes tut, ist halt auch irgendwie das Spiel mit einem Klischee. Wenn du etwas von einem Mann willst, frag ihn während des Orgasmus. Sex in the City, lass grüßen. Aber deswegen fand ich den Umgang mit Sex sehr eigentlich angenehm. Zumal ich finde auch ganz oft, dass es eher sexy war als Sex. Verglichen mit Sachen, was wir in den letzten Jahren so im Fernsehen gesehen haben. Ich sag mal nur Game of Thrones. Ja, ja, natürlich. Die erfolgreichste Fernsehserie aller Zeiten. Da wurde mit Sex ganz anders umgegangen. Und ich finde nämlich nicht, dass Sex hier die Aber ich finde, das, aber ich finde teilweise, wie gesagt, dass diese, also diese Machtverhältnisse in gewisser Art und Weise das einerseits anprangern und dann andererseits irgendwie wieder zurückzurudern. Das finde ich, was problematisch ist. Gut, aber das kannst du natürlich als Zuschauer aushalten und ausloten. Da wirst du dann jetzt ein bisschen gefordert. Finde ich eigentlich ganz gut. Und ich finde, es gab zum Beispiel auch dadurch die Möglichkeit, was ich sehr, sehr stark finde, ich glaube, es in der letzten Folge, wenn Sheldon Rock Hudson um Vergebung bittet. Mhm. Also quasi seine, wie nennt man das bei den Anonymen Alkoholikern? Redemptions, Redeems? Ja, ich komme auch gar nicht drauf, ja, aber ich weiß, was du meinst. Amends. Und Rock Hudson ganz klar sagt, nein, ich werde ihn nicht verzeihen, weil er muss ihn nicht verzeihen, er hat ihn missbraucht und zwar ganz klar sexuelle Gewalt. Und normalerweise ist ja das, was wir beim Happy End erwarten würden, dass er ihn verzeiht, weil er ist doch so nett und er hat sich doch jetzt geändert. Und zweite Chance ist das, dass er ihm natürlich trotzdem verzeiht, um den Film zu machen. Ja. Gut, und, war dramaturgisch vielleicht nicht das Beste, aber ästhetisch war es insgesamt drunter durch. Ja, und Rock Hudson übrigens hat es ja wirklich gegeben, ne? Ja, ich weiß, ein großer Rock Hudson, wenn ich mit Dingen. Genau, das war. Und der war übrigens auch secretly gay. Ich habe letztens nämlich so ein Plakat gesehen, wo er auch gerade drin war, deswegen fiel mir so letztens auf. Ja, und das ist nämlich, also das fand ich, also das finde ich auch total spannend, so eine echte Figur zu nehmen und die so stark zu fiktionalisieren, weil dadurch ist man so ein bisschen interessiert. Und überall dann, wenn natürlich die Serie real existierende Charaktere nimmt, für mich auch unvergessen der Eleanor Roosevelt-Moment. Ja, stimmt. Die Präsidentengattin, die im Prinzip sich für die Menschenrechte in der UNO eingesetzt hat, die ein ganz großer Charakter ist, aber eigentlich auch so ein bisschen, zumindest in Deutschland, unterrepräsentiert ist als Frau, die da so einzubinden und die gibt eigentlich der Produzentin den Schub zu sagen, jetzt komm, jetzt mal hier weibliche Solidarität, wir versuchen was Großes. Ich komme gerade aus dem Süden, das mit der Segregation geht gar nicht. Lass uns doch den großen Schritt wagen. Wer, wenn nicht wir? Wer, wenn nicht hier? Und das ist, ich glaube, das ist das, was ich insgesamt an dieser Serie so sehr geliebt habe, ist das, was Archie irgendwann sagt, nämlich, wir sind doch hier, um zu zeigen, wie es sein könnte. Was wir zeigen, kann real werden. Mhm. Und das ist genau unser Hauptthema hier bei Drop, Repräsentation. Ja. Wenn Hollywood Dinge zeigt, können sie wahr werden. So, das ist, na klar, es ist auch ein bisschen idealistisch von uns, aber in Wirklichkeit, je mehr du siehst und je öfter du dich vielleicht selber auf der Leinwand siehst, desto besser wird die Welt. So und das aber nicht, wie gesagt, nicht in Sklavenrollen oder sonst was. So, ich erinnere mich noch, als wir über Rogue One gesprochen haben und da dieses Zitat von dem kleinen Jungen, der irgendwie zu seinem Vater im Kino sagte, der da sieht aus wie ich und meint Diego Luna. So, und das ist das erste Mal, dass irgendwie man sich mit so einem Helden, der eben so ein bisschen Latino ist, identifizieren kann. Das ist so großartig, dass mir da echt während des Guckens die Tränen rollten, die Spucke wegblieb und ich dachte so, das ist Wahnsinn. Und dann, selbst wenn sie so ein bisschen was falsch macht, im Großen und Ganzen macht sie ja einfach alles richtig. Ja, ja, das ist ja Meckern auf hohem Niveau. Deswegen fand ich auch, also mal abgesehen von Schauspielerleistung, die finde ich bei allen, also der Cast hat perfekt gepasst. Set-Design, oh Halleluja. Genau, dann wollte ich gerade kommen. Set-Design, Produktion, Kameraführung, das war alles sehr genial. Musik. Das fängt wirklich diese 1940s in L.A., Hollywood, fängt das wunderschön ein und auch ich finde auch, es hat auch diesen schönen L.A. Confidential-Vibe, der da super reintrifft, auch mit den Autos und so. Und wundervoll. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und auch die Repräsentation des Studios, ne? Mit diesem könnte man sagen, steht für Paramount so ein bisschen, also die Ace Studios. Und auch dieses, das Tor und das Eingefangen. Mhm. Und das ist genau, wenn man da war, dann ist das so. On the lot und so, ne? Das ist genau das und das ist echt wundervoll gemacht und sehr viel Liebe reingesteckt von Ryan Murphy und eine sehr, sehr schöne, sehenswerte Serie. Ich muss auch sagen, Rob Reiner hat mir auch sehr gut gefallen, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, der den Studio-Boss spielt ihn perfekt, finde ich. Genauso stellt man sich vor und ich finde auch, das Ende finde ich auch super. Das war wunderschön. Es ist so herzlich. Wunderschön. Rob Reiner ist übrigens der die vielen romantischen Komödien in den 80ern gemacht hat, zum Beispiel Schlaflos in Seattle. Also auch ein cooler Typ.
Also ja, ich bin total zufrieden. Ich war, ich habe das nicht erwartet, dass das so wird einfach. Mhm. Ich war total positiv überrascht. Hast du am Anfang überhaupt gleich so reingeguckt? Vorher geguckt, fand ich ganz cool, fand ich unterhaltsam, die ersten zwei, und dann war ein bisschen Pause. Und dann musste ich alleine weiter gucken, weil meine bessere Hälfte gesagt hat, nach der dritten Folge, oh, das ist alles so vorhersehbar, ich weiß doch genau, was passiert. Und ich kam dann zwei Folgen später, du hast Unrecht gehabt, nichts ist so, wie du es erwartet hast. Und dachte, was, wie oft kann man das eigentlich über eine Serie sagen? Hat er dann auch noch schnell nachgeholt? Nein, vielleicht machen wir es einfach nochmal gemeinsam. Okay, gut. Also ganz, ganz großer Geheimtipp, weil ich glaube, die Serie ist schon auch ein bisschen untergegangen. Ich habe mit nicht so vielen Leuten darüber gesprochen. Ich habe auch das Gefühl, dass es untergegangen ist. Vielleicht auch, weil vielleicht die Mehrheitsgesellschaft sich darin nicht so wiederfinden kann. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem. Mhm. Es ist ein Film, also es ist eine Serie über Underdogs, über Minderheiten und... eigentlich genau die Serie, die wir jetzt gerade in Zeiten, in denen die USA brennt, brauchen. So ist es. Und deswegen an dieser Stelle auch, sei nochmal gesagt, wir von DropMag sind natürlich solidarisch dabei, was in den USA geschieht, was in Europa und der Welt geschieht. Es müssen sich Dinge ändern und es gibt eindeutig Sachen, die Leute tun können, die auch nicht weiß, die weiß sind, so rum. Die jetzt vielleicht nicht direkt davon betroffen sind. Es gibt Dinge, die man aus Europa machen kann. Ich werde da auch nochmal einige Sachen zusammenfassen und die auch noch in den nächsten Tagen posten. Also guckt mal, guckt bitte rein, guckt, was ihr machen könnt. Wie gesagt, solche Sachen wie Petitions unterschreiben geht immer. Mhm. Schwarze Unternehmen bzw. Künstler pushen und darauf verweisen, das geht auch immer. Nehmt an Protesten teil. Am 6.6. in Berlin. Samstag oder Sonntag? Eins von beiden jedenfalls. Am Wochenende finden Proteste statt. Zeigt da, dass ihr da sein wollt. Und wie gesagt, das ist hier das Ganze. Wir machen das nicht, um irgendwie abzulenken, weil es egal ist. Nein, es geht darum, vielleicht den Leuten da draußen, wenn ihr eine Pause braucht von dem ganzen Stress, den alle durchmachen, euch vielleicht eine Review anzugucken und einfach kurz mal abzuschalten und dann wieder anzugreifen. So ist es. Mit den Worten, danke fürs Zuschauen auf jeden Fall und wir sehen uns bei unserer nächsten Review. Macht's gut.